Die Bautzen IT ist ein IT-Beratungshaus, ein IT-Systemhaus. Wir beschäftigen uns im Wesentlichen mit Unternehmenssoftware, führen die beim Kunden ein, warten die beim Kunden, erbringen Service-Dienstleistungen und beraten auch mittelständische als auch große Unternehmen, wenn es darum geht, auch IT-Landschaften zu betreuen und zu optimieren. Ja, die Bautzen IT hat vor 5 Jahren mit 20 Mitarbeitern hier in den Räumen angefangen. Jetzt haben wir eine sehr starke Entwicklung in den letzten 5 Jahren hingelegt und sind mittlerweile bei über 150 Mitarbeitern angelangt, haben 3 neue Geschäftsfelder dazu gewonnen. Unter anderem beschäftigen wir uns jetzt auch mit der Administration von Linux-Systemen, haben einen zweiten Standort aufgemacht in Dresden. Also neben unserem Hauptstandort hier in Bautzen gibt es noch den zweiten Standort in Dresden. Die Bautzen IT bietet ihren Mitarbeitern ein internationales Umfeld, Arbeitsumfeld, Kunden weltweit. Es kann sein, dass ich mit meinem ersten Kunden am Tag Deutsch sprechen muss, mit dem zweiten vielleicht schon Englisch. Also der Arbeitsalltag bei uns von einem Support-Mitarbeiter sieht dann im Zweifelsfall eben so aus, dass er am Tag 20 verschiedene Kunden kontaktiert, deren Probleme löst und damit eben sicherstellt, dass das SAP-System dort reibungslos weiterläuft. Also wir suchen natürlich Mitarbeiter, die eine gewisse Affinität zur IT haben. Das ist erstmal Grundvoraussetzung. Wünschenswert wäre natürlich, wenn schon irgendwelche erste Kenntnisse im Bereich SAP da wären, ist aber keine Voraussetzung, weil wir in den ersten 6 Monaten ein Einarbeitungsprogramm haben, wo eigentlich alles abgedeckt wird, was wir dann brauchen. Darüber hinaus wird jedem Mitarbeiter in den ersten 6 Monaten ein Pate oder ein Mentor, wie man das immer bezeichnen will, zur Seite gestellt, der in fachlichen Fragen der erste Ansprechpartner ist und wo der neue Mitarbeiter sozusagen immer jemanden zur Hand hat, den er fragen kann. Ja, also auf der einen Seite erwarten wir natürlich ganz klassisch einen guten Abschluss. Das muss man schon sagen, das ist heutzutage immer noch wichtig. Wir erwarten natürlich aber auch einen gewissen Antrieb, eine gewisse Bereitschaft, Dinge in die Hand zu nehmen, Sachen voranzutreiben, sich persönlich weiterzuentwickeln, Herausforderungen zu suchen, sich persönlich als auch das Unternehmen aber ein Stück voranzubringen. Also die idealen Voraussetzungen sind natürlich ein Studium, meinetwegen in der Wirtschaftsinformatik, wo ich also sowohl wirtschaftliches Wissen als auch Informatikwissen habe und das dann kombinieren kann. SAP ist nun mal eine betriebswirtschaftliche Software. Aber auch reine Informatiker haben bei uns sehr gute Chancen. Man kann flexibel bestimmen, wann man arbeiten möchte. Man kann in einem gewissen Maß das Pensum mitbestimmen, wie viel man arbeitet. Und man kann letztendlich sogar bestimmen, wo man noch arbeiten möchte. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Standpunkt, der ist in Dresden. Und für mich ergibt sich dadurch die Möglichkeit, dass ich auch ein paar Tage in Dresden arbeiten kann, den größten Teil hier in Bautzen zubringe. Und bei Bedarf gibt es auch die Möglichkeit, auch mal einen Tag von zu Hause zu arbeiten. Sehr stolz macht mich, dass die Bautzen IT in den letzten 4 Jahren einen Expertenstatus erreicht hat im Bereich SAP-Software oder SAP-Know-how, den es wahrscheinlich so vergleichbar in Deutschland gar nicht mehr gibt. Wir liefern mittlerweile eine Vielzahl an Dienstleistungen, die auch, sagen wir mal, ein unheimlich solides Fachwissen benötigen. Und da haben unsere Kollegen, darauf können die eigentlich stolz sein, in den letzten Jahren auch viel Know-how aufgebaut, sich immer weiterentwickelt, immer wieder neue Herausforderungen gesucht. Und da kann die ganze Firma als auch unser Kollegium auch sehr stolz drauf sein, diesen Weg auch mitgegangen zu sein.